Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja. Auf den Herrn, sein Tag ist nah.
und tragen guten Samen. Wart auf den Herrn, sein Tag ist nah. Wart auf den Herrn, gib Acht ab Mut und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Wart auf den Herrn, sein Tag ist nah. Wart auf den Herrn, gib Acht ab Mut. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Wart auf den Herrn. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wart auf den Herrn, sein Tag ist nah. Wart auf den Herrn, gib Acht ab Mut. Als Lesung die alttestamentliche Lesung vom vergangenen letzten Sonntag im Kirchenjahr. Aus dem Buch des Propheten Jesaja aus dem 65. Kapitel. So spricht der Herr: Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn. Und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Sehen stets auf den Herrn.
Ihr Lieben, was wir gerade gehört haben, ist schon eine merkwürdige Lesung an einem Ewigkeitssonntag. Was da beschrieben wird und angekündigt wird, ist doch alles so diesseitig. Und doch ist es so anders als unsere Erfahrung, dass man schon sagen kann, es muss eine neue Welt sein, ein neuer Himmel und eine neue Erde, denn so wie unsere Erfahrung das sagt, geht es immer nach derselben Melodie. Was ist nun anders in diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde? Es lässt sich mit einem ganz schlichten, allerdings sehr politisch klingenden Wort zusammenfassen. Soziale Gerechtigkeit. Darum geht es den ganzen Text hindurch. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn. Also, es soll es nicht mehr geben, dass irgendwo Leute Jeans zusammennähen, aber von dem Lohn, den sie dafür kriegen, sich selber keine dieser Jeanshosen leisten können, die sie da den ganzen Tag zusammennähen. Nur als Beispiel. Ich bleibe in meinem eigenen Lande. Ich kann mich an die Zeit besinnen, wo bei uns ein Billiglohnsektor politisch gewollt auf die Beine gestellt wurde. Und wer in diesem Sektor arbeitet, der kommt auf keinen grünen Zweig. Der schrammt an der Sozialhilfe vorbei, an dem, was wir heute Hartz IV nennen, aber auf einen grünen Zweig kommt er nicht unbedingt. Da muss er schon reich erben. Und wo soll das auf einmal herkommen? So, also bis heute umgibt uns eine Wirklichkeit, in der Menschen für andere Leute arbeiten und der Lohn, den sie dafür kriegen, ist so gering, dass sie selber nicht den fairen Anteil an den Erträgnissen ihrer Arbeit bekommen, den man ihnen gönnen sollte. Jeder Armutsbericht, der bei uns durchs Parlament geht, ist vorher bearbeitet worden, damit er nicht so doll und so krass klingt, wie er eigentlich klingen müsste, wenn er ehrlich wäre. Und ein Teil des Spektrums unserer Gesellschaft kommt in diesen Armutsberichten überhaupt nicht in den Blick. Das ist die Zahl der wenigen, die so viel Geld machen und deren Geld sich so rasant vermehrt, dass wir, die wir uns schon zu den Besserverdienenden zählen können, wie meine Berufssparte, so hoch gar nicht blicken können und dafür gar kein Vorstellungsvermögen haben. Ich will das nicht weiter vertiefen. Ich möchte nur darauf hinweisen, die Utopie, die hier in dieser Prophezeiung drinsteckt, handelt von sehr diesseitigen Dingen, nämlich von sozialer Gerechtigkeit. Dann kommen noch so Sachen hinzu. Sie sollen keine Kinder zeugen für einen frühen Tod. Es kommt relativ selten vor, dass in reichen und wohlhabenden Familien Kinder einen frühen Tod erleben. Bei armen Leuten gibt es das öfter. Das haben die damals auch gewusst. Wir haben in unserem Land glücklicherweise ein solches Sozialsystem, das uns diese Zusammenhänge nicht mehr so krass vor Augen treten.
Aber ich weiß von Bekannten aus Indien, da kann man das jeden Tag, wenn man nur die Augen aufmacht, sehen, dass es so ist. Und dann sind in dieser Utopie doch Dinge drin, die weisen deutlich über diesen Himmel und diese Erde hinaus. Dass jeder Mensch 100 Jahre alt wird, das haben wir lange noch nicht erreicht. Und dass Wolf und Lamm beieinander leben und sich von derselben veganen Kost ernähren, das können wir gar nicht machen. Ein Wolf müsste aufhören, ein Wolf zu sein, wollte er vegan leben. Also das sind alles Dinge, die deutliche Hinweise über den Rahmen des Irdischen hinaus enthalten. Und da kommt die Sache mit der Ewigkeit ins Spiel. Wir haben hier einen prophetischen Text vor uns, der einmal ankündigt, was im Neuen Testament schon deutlicher wird. Die ganze Schöpfung muss, um erlöst zu werden, verwandelt werden. Und das ewige Fressen und Gefressenwerden, das die ganze Natur durchzieht, muss ein Ende haben. Und das ist unter den Bedingungen der Schöpfung, wie wir sie kennen, schlicht nicht vorstellbar, dass es passiert. Das können wir Menschen nicht machen. Da muss Gott selber was machen. Und nun kann man sagen, das ist alles wishful thinking. Da ist immer der Wunsch der Vater des Gedankens. Es ist aber mehr als nur der Wunsch. Denn das sind Bilder, die in uns lebendig sind. In denen unsere Seele sich ausdrückt. Und deswegen scheint es mir geraten, diesen Bildern Glauben zu schenken, in dem Sinne, dass das Ziel ist, dem unsere ganze Schöpfungsgeschichte entgegensteuert. Wir können das nicht machen, aber Gott kann es herbeiführen. Und als eine Art Idealbild der künftigen Welt kann uns das, was wir hier gelesen haben, anspornen, auf dieser Erde für ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit zu sorgen, auch für ein Mehr an Gerechtigkeit gegenüber unseren Mitgeschöpfen und so daran arbeiten, dass diese Schöpfung in dem Rahmen, der ihr gesetzt ist, ein besserer Platz zum Leben wird. Das lasst uns über aller Jenseitssehnsucht, Erlösungssehnsucht und was es für Sehnsüchte sonst noch gibt, nicht vergessen. Amen. Lasst uns beten.
Lieber Gott, Vater im Himmel, du siehst die Sehnsucht der Menschen. Du siehst die Sehnsucht aller deiner Geschöpfe. Und du siehst die, deren Herz so verschüttet ist, dass sie schon gar keine Sehnsucht mehr haben. Du siehst die Geplagten und du siehst allen Jammer. So komm und erlöse deine Schöpfung. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, ein wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist.